Die Wirkung der Eistherapie sind immer sehr umstritten. Also es gibt ein paar Dinge, die ganz klar funktionieren und es gibt ein paar Dinge, die eingeschränkt oder nur in bestimmten Situationen funktionieren. Also so ein Klassiker ist ja, oh, mein Knie ist dick, ich muss da jetzt Eis drauflegen. Das wäre genauso ein Fall, der nicht funktioniert. Also Eis wirkt nicht klassisch abschwellend im Bereich von Gelenken oder im Bereich von Extremitäten. Also auch wenn der Arm dick ist oder sowas, hilft Eis nicht als abschwellende Maßnahme, außer im extremen Akutfall. Ja? Also bei einer ganz akuten Sportverletzung sofort Eis und drum eben dieser Eisspray, da muss ich nichts herrichten, das sprühe ich einfach drauf. Dann kann ich die Schädigung vom Gewebe etwas minimieren. Und der zweite große Bereich, und das ist eigentlich so der Bereich, wo er bei uns in der Praxis primär angewandt wird, ist zur Schmerztherapie. Ja? Das heißt, Sie machen Eis auf einen Bereich, der wehtut und vielleicht ein Gelenk, das wehtut und das aber trotzdem unbedingt bewegt werden muss, dann kann ich über diese Eistherapie die Schmerzweiterleitung ans Gehirn so ein bisschen dämpfen und derjenige kann dann bewegen.